Endlich Level 28. Gestern ist es passiert. Oh Mann, das hat jetzt gedauert. Und damit geht es weiter mit Pokémon Go. Ja, ab einem gewissen Level, ich sag mal so 24 bis 25, wird es immer schlimmer. Momentan 250.000 von 27 zu 28. Jetzt benötige ich 300.000 für den Stufenanstieg zu Level 29. Es ist schon ein hartes Stück, aber man wird auch belohnt, denn die Freude ist immer ganz groß, wenn man danach seine besten Pokémon hochleveln kann. Bei jedem Level-Up sind nämlich zwei Power-Ups drin. Das werde ich dann auch im Laufe dieser Folge noch live machen. Jetzt zeige ich erstmal, wie habe ich Level 28 erreicht, bisschen quatschen und so. Und zwar dachte ich mir, besuche ich mal wieder einen der besten Lokmodul-Spots in Wien, nämlich den Stadtpark. Der Hype ist noch längst nicht vorbei. Dort sind durchgehend alle Lokmodule aktiv, also so 6-7 Stück an der Zahl, die in umliegender Umgebung sind. Auch um 24 Uhr oder so, ich weiß nicht, das Level-Up hatte ich um 23 Uhr, hast du nicht gesehen. Genau, es haben noch 10.000 gefehlt in etwa, dann habe ich mich dorthin gesetzt und ein bisschen in den Lokmodulen gefarmt. Ich muss aber sagen, das mache ich sehr, sehr, sehr selten. Es gibt Leute, die sind schon weitaus höher im Level und so weiter, aber die sitzen 5 Stunden täglich irgendwo, wie zum Beispiel im Stadtpark, wo es Lokmodule ohne Ende gibt und farmen dort einfach und farmen und farmen. Aber ich hasse dieses Rumsitzen, ich will mich bewegen. Ich will Pokéstops drehen und so weiter und so fort. Und das kann man dort eben nicht, wenn man einfach nur sitzt und sitzt. Und noch dazu, der größte Nachteil ist natürlich, man brütet keine Eier aus. Und ich will endlich, weil mir so viele Leute gesagt haben, dass das möglich ist, will ich endlich Tauros und KKG aus einem Ei bekommen. Ansonsten muss ich verreisen. Und ich meine nicht vereisen, das tut Lapras mit Blizzard und man kann nicht ausweichen. Ja genau, und vor allem, wenn dann demnächst das Kumpel, das Buddy-Feature kommt, wo man irgendein Pokémon auswählen kann und wenn man Kilometer zurücklegt, bekommt man dann Süßigkeiten und vielleicht noch andere Belohnungen, dann lohnt sich das Rumsitzen noch weniger, aber man muss einfach sagen, kurz zur Auffrischung, was macht so ein Lokmodul? Ein Lokmodul lockt pro 3 Minuten ein Pokémon an. Das ist dann 3 Minuten lang da. Und danach kommt das nächste. Und wenn man jetzt im Zentrum von 4 bis 5 Lokmodulen sitzt, dann sind das 4 bis 5 Pokémon pro 3 Minuten, sprich 40 bis 50 in einer halben Stunde oder 80 bis 100 pro Stunde. Die Erfahrungspunkte, die man alleine schon durchs Fangen erhält, wenn man ab und zu großartig trifft, 10.000 bis 12.000, und dann noch die Entwicklungen, weil sehr viele davon sind Radfratz und Taubsi. Carpador ist auch häufig dabei, okay, da dauert es ein bisschen bis zur Entwicklung. Aber das sind eben Erfahrungspunkte, die man nicht unterschätzen darf. Wenn man da diese 80 bis 90, 100 Pokémon fängt, die kann man noch alle entwickeln. Mit Glück sei 1000 XP pro Entwicklung. Das ist schon eine Menge und wenn man nur im Level steigen möchte, so leid es mir auch tut, das zu sagen, das Effektivste und Effizienteste ist, man setzt sich irgendwo hin, wo mindestens 2, bestenfalls 4 Lokmodule am Start sind und dann fängt man einfach und fängt und fängt. Ganz stupide. Ich muss sagen, am Anfang war ich von dieser Taktik richtig gehypt, das war einfach das reinste Paradies. Mittlerweile, wenn man so die ganzen Fundorte kennt in seiner Stadt, dann läuft man auch gerne rum, holt sich hier sein Glumanda ab, schaut beim Bisasamennest vorbei, sieht nach, ob Pinsir da ist, holt sich dann Onix dort drüben und so weiter und so fort. Und am Weg bekommt man eben Kilometer, Kilometer, Kilometer. Das macht mir irgendwie am meisten Spaß. Aber ich dachte mir, okay, jetzt noch 10.000 bis 15.000 Erfahrungspunkte. Ich setze mich schnell einfach mal in Lokmodule und hole mir dann das Level ab. Ich bin schon gespannt, wie es dann zum Beispiel im Stadtpark aussehen wird, sobald es so richtig kalt ist, mit Schnee inklusive und so weiter und so fort, ob da die Leute trotzdem noch Lokmodule campen gehen oder ob man sich dann lieber irgendeinen Platz sucht, wo man, weiß nicht, von einem Café aus zum Beispiel 2 bis 3 Lokmodule erreichen kann, weil es dort drin schön warm ist, da trinkt man irgendwie eine heiße Schokolade oder so und fängt in der Zwischenzeit ein Taubsi nach dem anderen.
Ja genau, jetzt eben wie gesagt 300.000 Erfahrungspunkte für das nächste Level Up. Ich bin momentan bei 15.000 von 300.000. Das ist ein bisschen demotivierend, wenn man die Leiste der Erfahrungspunkte sieht. Aus diesem Grund werde ich demnächst mit Glücksei 100 Entwicklungen durchführen. Denn das mache ich immer so. Ich hole mir das Level Up und danach die ersten 30-50% der Erfahrungspunkte, die man für das nächste Level Up benötigt, die mache ich ganz flott mit Entwicklungen, die ich eben in den letzten Tagen angesammelt habe. Ich bin aktuell bei 800 Radfratz-Bonbons und 600 Taubsi, 600 Traumato, 400 Hornliu und so weiter und so fort. Also da ist schon einiges dabei und ich denke mal, das sollte langen. Ich muss lediglich die benötigten Pokémon dafür noch fangen, weil ich sehr viele auch weggeschickt habe. Na gut, ich denke mal, so vom Gameplay sollte das reichen und jetzt switche ich live rüber und werde noch das machen, worauf ich mich immer am meisten freue bei einem Level Up, nämlich meine stärksten Pokémon hochleveln. 10 minutes later. Also, das wird fein. Erstmal starte ich direkt mit Aquana. Power-Up kostet 4500 Sternenstaub und 4 Evoli-Bonbons und ich mache das direkt mal. Jawohl. Gibt mir 39 Wettkampfpunkte dazu. Die KP sind gestiegen um einen Zähler und direkt nochmal 2291. Das ist schon mal ein saftiger Wert, muss ich sagen. Mein Gyarados, Gyros Gyarados, bekommt 2 Level Ups. 245 habe ich hier schon wieder. Ich freue mich schon auf mein erstes 100% Gyarados und dann mit Windhose. Ja, ich besitze in der Tat ein Carpador mit 100% perfekten IV-Werten. So, noch ein Level Up. 2244, 2244. Sehr schön. Relaxo ist leider nicht drin, also ein Level-Up könnte ich mir genehmigen, aber da warte ich noch. Hier Feuerteufel, mein nächstes Evoli, also meine nächste Evoli-Entwicklung. 37 hier für ein Level-Up und direkt nochmal, damit hat Feuerteufel Relaxo überholt. 2200 geknackt. Echt genial. Jetzt noch Pikachu, ich meine Blitzer. Man sieht schon, ist am schwächsten, obwohl dieses, ich weiß es, 96 oder 93% perfekt ist dieses Teil. Und ja, deshalb die Wettkampfpunkte. Es ist ein enormer Unterschied. Das sieht man, Aquana ist einfach am stärksten. Flamara kann ebenfalls mithalten. Und ja, Blitzer, Typvorteil, den muss man nutzen. Ansonsten, genau. Bei den anderen, da fehlt es mir leider an den Candies. Zum Beispiel hier mein Machomai. Dann, ja, ansonsten habe ich nicht viele, die ich hochziehen möchte. Beziehungsweise, die ich dann extra nach einem Level-Up immer hochziehen kann. So ein Kokowai wäre ganz fein, aber nicht mit Samenbomben. Da will ich irgendwie noch was Besseres haben. Ansonsten, der könnte, glaube ich, sogar auf einer Stufe mit Aquana sein, von den Wettkampfpunkten. Aber trotzdem, das ist genial. Vor allem diese beiden konnten gestern 7-9 Stunden eine Arena halten jeweils und das war für mich ein neuer Rekord in Wien, also ziemlich gut. Als ob hier jetzt in meiner Wohnung ein Ei schlüpft. Das war bei 4,9 von 5 Kilometern und ich bekomme Rettern. Gut, 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 gut. Noch ein Ei in der Folge, alles Klärchen. Mehr als 1000 Sternenstaub, kann es mit allen aufnehmen, das wird wohl ein A-Bock. Und hier noch für alle Interessierten, ich bin sogar bei 19.000, ich dachte 15.000. Level 28, 300.000 Erfahrungspunkte werden benötigt. 1,37 Millionen Erfahrungspunkte habe ich bisher insgesamt gesammelt. Und so sieht's mit den Orden aus. Ordentlich, würde ich mal sagen. Na gut, jetzt war's das. Ich bedanke mich recht herzlichst fürs Zusehen. Oh, Moment mal. In 2 Minuten kommt mein stündliches Pokémon. Das muss noch rein, das muss in die Folge. Hallo Taubsi, das ist doch mal ein grandioser Abschluss, oder? Schilling, Superball für Taubsi, bist du dumm? Nö, bin ich nicht, aber ich hab die Bälle. Nein, genau in diesem Moment musst du springen. Ist es dein Ernst? Jetzt habe ich großartig verpasst deshalb.
Ach man, die 50 Erfahrungspunkte will ich wieder in die Antik. Ihr habt ihr mir geklaut? Na gut, dann würde ich mal sagen, für dieses Video war's das. Direkt mal die IV checken. Jawohl, das wird das beste Tauboss der Welt. Zuerst Tauboga, dann Tauboss. Danke fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.